Am Ewigkeitssonntag gedenken wir Christinnen und Christen der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres. In unseren Gottesdiensten werden ihre Namen verlesen und in vielen Kirchen Kerzen für sie entzündet, als sichtbares Zeichen für die christliche Hoffnung auf Gottes Zusage, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern das Leben. Ich nehme diesen Gedenktag zum Anlass, ein Thema anzusprechen, das derzeit viele Menschen bewegt: die Sterbehilfe. Der Bundestag steht vor einer möglichen Gesetzesänderung zum assistierten Suizid. Wie nie zuvor wird rund um dieses Gesetzgebungsverfahren deutlich, wie intensiv sich die Menschen mit dem Sterben beschäftigen. Es heißt dann: ich möchte selbstbestimmt sterben, oder die letzte Phase meines Lebens soll würdig sein, oder mein Sterben gehört mir, und auch meine Autonomie ist das höchste Gut. Diese Sätze werden offen ausgesprochen und diskutiert. In Talkshows kommen Befürworter und Skeptiker des assistierten Suizids zu Wort. Es ist kein Tabu mehr. Evangelische Christinnen und Christen können die Gewissensentscheidung des Einzelnen respektieren. Doch bin ich der Meinung, dass sich der Wert einer Gesellschaft auch gerade darin zeigt, wie sie mit Sterbenden umgeht. Menschen sollen natürlich in Würde sterben können, palliativmedizinisch gut versorgt und seelsorglich begleitet. Sie sollen am Ende ihres Lebens oder in lebensbedrohlichen Situationen davon entlastet sein, die Umstände ihres Sterbens selbst in die Hand nehmen zu müssen. Aus meiner Arbeit als Seelsorger weiß ich, bei dem manchmal geäußerten Wunsch nach dem Tod besteht oft eher der Wunsch, nicht leiden oder anderen zur Last fallen zu wollen, als wirklich zu sterben. Bei den christlichen Kirchen besteht Konsens, jegliche Form einer organisierten und geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid abzulehnen. Wir lehnen jede Form aktiver Sterbehilfe ab. Aus den Diskussionen ergibt sich, unsere Kirche möchte aber diejenigen stärker als bisher begleiten, die sich in der Nähe von Sterben und Tod befinden, die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte. Wir möchten sie in ihrer Verantwortung beraten. Den Angehörigen und den Menschen mit Todeswunsch wollen wir seelsorglich zur Seite stehen. Menschen zu einem würdevollen letzten Lebensabschnitt zu verhelfen, ist eine der großen Aufgaben unserer Gesellschaft und auch der Kirche. Am Ende seines Lebens soll der Mensch keinem Zwang mehr ausgesetzt sein und keinen Druck mehr zur Leistung oder Entscheidungen zu verspüren. Als Christenmenschen legen wir auch unser Sterben in Gottes Hand. Und wir vertrauen darauf, dass er seine Verheißung wahrmacht. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Von Gott habe ich noch viel zu erwarten. Daran soll uns auch in diesem Jahr der Ewigkeitssonntag erinnern.